Dann schreiben wir den 27. Praios 1031 nach Bosbarans Fall und ihr erwacht mit einem dröhnenden Kopf in eurer kleinen, in dem blauen Palast, den der Wesir Zulamin nun zusteht. Was wollt ihr tun? Sagt, ist es zu viel verlangt, irgendwo hinzukommen und einfach eine Nacht ruhig durchzuschlafen? Unrealistisch ist es hauptsächlich. Ist man auf dem Schiff ja noch besser bedient und da trampelt dauernd jemand auf dem Mittendeck rum. Was soll's. Okay, wie... Erst die Torwalle oder erst die Nova, die Fekinas? Die Torwalle sind auf dem Weg. Nun gut, dann putzt euch alle mehr oder minder heraus, wie auch immer es geht. Fim, deine Jungs kommen mit denen zurecht, ja? Mit wem? Den Torwallern. Na, und den Fekinas, was das angeht. Nö, ich glaube, die wissen nicht, wer Torwaller sind. Gut, Abelmir, du kommst zurecht. Ich will mich zurückhalten. Hervorragend. Ich bin mir sicher, wenn sie sich ungewöhnlich benehmen, darfst du ihn hinterher noch aufs Maul hauen. Versprecht nicht, was ihr nicht halten könnt. Gut, Zulamin, wollt ihr direkt auf sie zugehen oder sollen wir euch ankündigen? Nun, ich nehme an, wenn wir alle gemeinsam gehen und die Trollzacker dabei haben, sind wir kaum zu übersehen. Irgendjemand, der anklopft und dann werden wir hören, was sie wissen. Wäre das. Ja. Dann, euer Segne uns. Wir können es wahrhaftig gebrauchen. Auf die Beine. Dann gebt doch mal bitte eine Gassenwissenprobe, um von dem blauen Palast in Richtung der Torwaller Festung zu gehen. Ihr ist das nicht eher orientieren? Aber zumindest orientieren spezialisiert auf Stadt. Ja, könnte man machen. Ich habe orientieren nachgeschlagen. Orientieren steht nicht drin, um sich in Gassen... Also es könnte als Hilfstalent zugelassen sein. Ich lasse es auch zu. Ortseinschätzung oder das so. Das ist Erstmal. Mit einer 4 übergelungen. Dann kannst du die Gruppe durch den, Fexisch ist er nicht, aber durch den Nebel führen und kannst dann ein kleines Konglomerat finden, was hier zusammengewachsen scheint. Holzbalustraden, die das Ganze zusammenschieben, die Wege dann sehr zu einer Festung starren lassen. Zwischen einem Lampenladen, einem Teehaus und einem Wasserpfeifenhändler ist dann eine Torwaler-Festung in die Höhe gewachsen und einige Wimpel, die dort im Nebel flattern. Du kannst nicht genau darauf erkennen, was abgebildet ist, weil sie durch den steten Wind, der hier trotz des Nebels weht, wohl zerfleddert sind und der Nebel den Rest verbirgt. Aber du kannst sehen, wie du dann vor der Torwaler-Festung stehst. Anders selber überrascht, wie wir ankommen. Zum einen, weil wir vermutlich länger gebraucht haben, als man glauben würde, um einfach über den Platz zu marschieren. Zum anderen, da wir nicht im Hafen sind. Auf der Tür ist ein Drache. Oder eine Schlange. Irgendwas Geschupptes. Ich denke, wir sind hier richtig. Gefällt mir nicht. Ihr könnt mal eine Gefahreninstinktprobe ablegen, beziehungsweise Intuition. Erleichtert durch die üblichen Aufmerksamkeit, Kampfspür hast du nicht gesehen? Ja, klar, weil es ein Angriff ist. Dann habe ich sie sehr gut geschafft. Ich kann eine 10er oder 15er Schwernis oder so abwenden. Ja, nur auf 19. Ich überlege gerade mal, wen ich von euch angreife. Wir sind 6 Helden. Entweder den besten oder den schlechtesten. 1, dann fange ich oben an bei Zulamin. Zulamin hat ihre Intuition aber geschafft und kann zurückspringen, auch ohne eine Ausweichenprobe. Ihr könnt sehen, wie eine torwalsche Wurfaxt vor dir im matschigen Boden in den zersplitterten Steinen stecken bleibt, mit einem Drachenhals in der Holz, im Holz versehen und den Ruf: Fürs Wienere Hunde, wir Dina Fienda, Gatil Baka, die du kommen, Ifran! Bricht hier jemand torwalsch? Ein einziges Wort. Fürs Wiener! Effet oder Zulamin werden das mal auf die Beine. Ich glaube, das heißt verschwinde. Gareti! Nix brechen, Torwalsch! Das ist der Almadani. Wer diene Fienda? Das war. Fienda ist? Fienda? Brechen? Fienda? Feinde! Ah, ich glaube, es bedeutet Feinde.
Wie unsere Feinde sind wie ihre Feinde? Was heißt denn Freund? Frag mal. Aber wie du weißt, was heißt Freund auf Torwalsch? Ja, ich hab da keine Ahnung, ich spreche diese barbarische Sprache nicht. Ich würde mal auf Rogolan reinrufen. Akrash Nombrosh. Ja, wir kommen in Frieden. Kann denn jemand, ich weiß nicht, Nostrianisch? Warum sollten wir diese Hinterwäldlersprachen beherrschen? Diamantist versucht, signalisiert du mit einem Zeichenattack was. Unterredung. Ach komm, ich werf Bosporano in den Ring. Probiert es mal. Nein, wir haben keinen Dämon dabei. Ich glaube es. Ja, also sie hat irgendetwas. Du komm mal, Ifrit! Vielleicht kommst du als Freund, das könnte. Na, wobei. Ich glaube nicht, dass er Ifrit meint. Wenn wir eh nicht mit denen reden können, was machen wir dann noch hier? Vielleicht spricht nur die Torwache keine Ariti. Vielleicht können sie Attack. Oder Tulamidia. Ranga blöd. Wir müssen keine Feinde sein. Holt jemanden, der vernünftiges Tulamidia spricht. Stirb, Jörn! Oh, das ist der Name von dem Kontakt, was der Händler uns gesagt hat. Hier, stirb, Jörn, Live-Stund. Dann lasst uns hoffen, dass er eine Sprache spricht, die wir verstehen können. Ach, ich bin überzeugt, dass er Rogolan spricht. Ist er ein Torwalzer? Da zweifle ich dran. Wenn er Rogolan spricht, dann dürft ihr gerne mein Verhandlungsführer sein, Boltax. Da, das muss nicht sein, aber mir kann auch Rogolan. Ich beherrsche diese Sprache nicht, also. Ich glaube, diese Torwalzer verstehen nur die Sprache der Äxte. Rogolan, sag dich ja. Nö, die Sprache spreche ich aber ganz gut, Abelmir. Nun, dann solltet ihr vielleicht sprechen mit diesen Barbaren. Auf der Balustrade taucht ein gewaltiger Torwaler auf, mit einem großen Rauschebart, der sich dann runterlehnt, ist da wohl oben auf dem Lampenladen erschienen. Garaschem, Frau Tombler, Tomasch! Das war Rogolan, oder? Ja. Bitte, Boltax. Was sagt ihr denn? Borax war nicht da. Hallo, wir sind erfreut. Gautascha Mar Tomas. Weiß das nicht, er spricht wirklich Rogolan. Er unterhält sich wohl im Inneren mit einem seiner Wachen. Gerhackt! Und nach grob einigen Augenblicken, die Zeit vergeht hier in Janka sowieso sehr zäh, könnt ihr sehen, wie ein großes Tor aufgezogen wird. Oh, seht ihr? Alles gut, wir können rein. Mir gefällt das nicht. Wir können sicher nicht alle zusammen rein. Und hinter wem von uns werden sie die Türen schließen? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das kann doch nur ein bitterer Hinterhalt sein. Also. Außerdem, solange ein Trollsacker im Türrahmen steht, macht hier niemand die Tür zu. Ich hasse das hier jetzt schon. Nun, erlaubt mir trotzdem voranzugehen. Vatgar, du Herr. Ja, vor euch ist die riesige, schattenhafte Kreatur im Rahmen aufgetaucht. Stierbjorn, der schwarze Leibschuh, der jetzt mit einem dicken, wallenden Mantel vor euch auftaucht und ein bisschen Met, was er wohl noch in seinem Bart hat. Seid gegrüßt, Baron. Prächtiger Bart, mein Freund. Prächtiger Bart auch du. Er unterhält sich auf Rogolan. Dann merken, dass ich ein bisschen Rogolan verstehe. Wer seid ihr? Das hier sind wichtige Männer und Frauen und ich bin ein wichtiger Zwerg. Das hier ist Abelmir. Das hier ist Diamantes. Das hier ist Rafim, der ist ziemlich stark. Das hier ist Yalan. Und ich bin Boltax. Und diese liebreizende Frau ist Sulamin. Ich bin der Hetman, der Rache für Janka. Stierbjörn, der schwarze Leibschuh. Ich übersetze das gerade mal. Dann wende ich mich den anderen auf Garehi zu. Das hier ist Stierbjörn, der schwarze Leib irgendwas. Er ist hier der Hetman, also ein Anführer gewissermaßen. Und er ist von der Rache für Janka. Soll ich irgendetwas erwidern? Nun, wir freuen uns, ihn kennenzulernen.
Uns hast du hier vorgestellt, oder? Ich habe unsere Namen gehört. Genau. Ich habe gesagt, wer wir sind. Ich dachte, das wäre angemessen. Dann erklärt ihm, weswegen wir hier sind. Zulamin blickt den Torwaller an und lächelt ihm freundlich zu. Okay. Der Björn, es ist uns eine große Freude, einen großen Mann wie euch kennenzulernen. Ihr seid stark und groß, wie man sieht. Wir sind gekommen, um Großes zu vollbringen. Wir wollen kämpfen, aber nicht gegen euch. Wir wollen kämpfen gegen den einen, den Fluch von Janka, den Malma. Wir wollen Ehre, wir wollen einen Namen. Osche Revore. Ihr Hetfrau, Hetmann, nehmt eure Offiziere, nur Offiziere, und folgt. Wir wollen trinken. Gut. Leute, wir sollen mitkommen. Also wir die Offiziere. Sulamin nickt. Es ist ein Risiko, aber wir dürfen nicht als Feiglinge erscheinen. Wir haben keine Wahl. Könnten wir alle auf Menschenkenntnis überfüllen. Oh ja, jetzt kommt die gute Vierer Menschenkenntnis. Das ist natürlich erschwert. Ja, ich hab sogar Menschenkenntnis 7. Natürlich erschwert um Torwald. Kulturkunde. Beziehungsweise Vorurteile, ne, Olmir? Wie hoch ist die Kulturkundenerschwernis insgesamt? Ich glaube 3, oder? Vielleicht auch 4 für Torwald? 5. Also, also aktuell sind die sehr Torwald. Dementsprechend ist sie zurzeit 5. Aber also, es sind Torwald, keine Nostria-Torwald. Nostria gibt es nicht. Ja, weil er jetzt alles voller Torwaller ist. Zulamin, du bist dir sicher, dass er euch versteht? Also er folgt euren Worten, er guckt auf eure Münde und du bist dir sicher, er versteht euch. Gut, dann schaue ich, wenn so ein bisschen Durcheinander entsteht und wir der Reihe nach reingehen, dass ich Yalan erwische und raune ihm zu. Passt auf, was sie sagt. Er versteht uns. Signalisiere ich mal auf Attack verstanden. Ihr könnt durch den Lampenladen laufen. Zahlreiche Wunderlampen, die hier rumstehen, allesamt irgendwie verblichen oder mit Staub angesetzt. Vielleicht zahlreiche Djinni, die hier gebunden sind oder gebunden werden könnten. Ihr geht durch einen Laden mit Wasserpfeifen, die wohl geplündert sind, teilweise zerbrochen, andere wohl benutzt, und viele zahlreiche Torwaler, die dann hier auf dem Boden sitzen, bis ihr in den oberen Stock des Teehauses geht. Dort könnt ihr zahlreiche Sitzkissen sehen, die von anderen Häusern wohl geräubert worden sind und hier dann als, ist es kein Drachenboot, was umgedreht worden ist, aber es ist tatsächlich schon sehr gemütlich, so gemütlich, wie es in Janka eben sein kann. Er deutet mit seiner Hand auf die zahlreichen Sitzkissen und würde sich dann eben so dorthin setzen. Reicht dann einen Schlauch aus Ziegenfell zu euch rüber, der wohl gefüllt ist mit schwarzgebranntem. Oh, danke. Sehr köstlich, sehr köstlich. Baroshim. Oh. Nun, was haltet ihr von unserem Vorhaben? Ein großer Kampf, wahrscheinlich ein Kampf auf See. Und wer könnte da besser kämpfen als jemand wie ihr? Unsere Otter sind vernichtet. Wir waren große Otter Jasko. Viele gestorben, als wir die Malmakutisten angegriffen haben. Wir haben Schlange den Kopf abgeschlagen, aber er wächst nach. Er wächst nach. Der Kopf von Malma wächst nach. Oh. Kopf von Kult. Ah, Kult. Kannst du erzählen über den Kult? Kult groß, Kult gewachsen. Viele Mutierte. Fische, Frösche, Haie. Das klingt übel. Aber so etwas kann man beikommen. Wir haben eher Sorgen um den Malma als um den Kult. Malma unverwundbar. Er hat gefressen 3 Otayaskos. 3.
zahlreiche andere Galeeren, Handelsschiffe, Boote. Also ist man immer hungrig. Immer hungrig und immer da. Nur Schiffe von Kult können durch den Hafen. Und wenn wir Malma ein Schiff geben, das wir füllen mit Sprengstoff, und wenn er es frisst, dann platzt er. Interessanter Plan. Du hast Sprengstoff? Wir können Sprengstoff besorgen. Stadt wie Labyrinth. Nebel tief. Aber wenn ihr könnt, dann gut. Aber wir brauchen Hilfe. Wir können nicht kochen. Aber ihr könnt andere Sachen. Wir haben einen Plan. Ihr habt Plan? Erzählt von Plan. Plan, aber zu wenig Männer. Wir brauchen mehr Krieger. Erzähle, vielleicht haben wir Krieger. Wenn Plan gut, wir bringen Krieger. Wir brauchen Eisenhaken. Wie von Zelt. Aber, er deutet es einmal an, groß wie Axt. Aha. Wir haben keine Schmiede, aber wir wissen, wo Schmiede. Wir müssen Malma locken an Land. Das können wir machen über Kult. Aber Kult groß. Dann schlagen wir Bolzen in Beine. Und dann wir kochen. Wir nehmen Heu und Stroh und schieben es unter seinen Bauch. Und dann zünden an. Und dann kochen wie Krabbe. Ha. Ich übersetze mal kurz. Also, der junge Mann hier hat einen Plan. Er braucht aber viele Männer dafür. Und wir müssen ein bisschen was schmieden. Und es gibt hier offensichtlich einen Kult, der möglicherweise zum Problem werden könnte. Wie ist sein Plan? Er will den Malma an Land locken und ihn dann mit Eisenhaken fesseln, sodass er sich nicht mehr bewegen kann. Offensichtlich in jedes seiner Tarsalglieder einen Haken einlassen und ihn dann von unten kochen. Das ist kein schlechter Plan. Das ist ein dämlicher Plan. Ja, also, haben wir einen besseren Plan? Ich habe ihm sonst gesagt, ihr könntet Sprengstoff herstellen und damit sprengen wir den Malma von innen. Nun, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, wie wir gegen diesen Malma vorgehen können. Und das, was mir in den Sinn kam, ist, ihn irgendwie festzusetzen, ihm seine Möglichkeit, sich zu bewegen, zu nehmen. Dieser Eisenhaken wäre die optimale Gelegenheit dafür. Die Möglichkeit. Gut, also soll ich ihm sagen, wir machen mit. Amen. Aber mir? Ich halte es für einen schlechten Plan. Wie groß soll dieser Eisenhaken dann sein? Also, wenn dieser Malma wirklich so riesig ist, dann muss ja der Haken gewaltig sein. Ich muss sagen, ich bin auch nicht überzeugt. Styrion holt seine große Axt raus und deutet sie nochmal in der Luft haltend an. Boah, scheinbar hat er euch verstanden. Vielleicht sagt ihr ihm, dass wir über den genauen Plan ja noch reden können. Aber wenn wir uns über das gemeinsame Ziel einig sind, dann wäre das doch schon einmal etwas. Meine Leute wollen sich noch über den genauen Plan beraten. Aber wir haben ein gemeinsames Ziel und ich denke, das ist eine gute Möglichkeit. Ich würde sagen, wir trinken auf einen gemeinsamen Feind und auf den Fall eines gemeinsamen Feindes. Das wohl. Weißwaffen, ja. Das wohl. Bei Angrosch. Ja, dann würde ich mit ihm anstoßen. Garoschem. Ja, und dann
wenn es nichts weiteres gibt, würden wir uns wieder auf den Weg machen. Im Verlaufe des Trinkens, des Anstoßens, könnt ihr noch erkennen, wie eine weitere Frau an seine Seite herantritt und sich neben ihm an der Seite hinsetzt, und zwar Freya Torkildsdottir, die Frau von Styrbjörn, wie er sie so vorstellt. Rote Haare, groß, muskulös, eine Torwalerin, wie sie im Buche steht und ihm im Nichts nachstehend. Ja, dann wirf mal eine Menschenkenntnis. Okay. Wieder schwer im Torwaler nämlich an. Immer. Dann Klugheit. Ach komm, ich benutze ihn sonst nicht. Ich hab meine 16. Damit habe ich es geschafft. Mhm. Als Torwalerin hat sie wohl einen Hass auf euch alle, also natürlich auf Abelmir, auf den Zwerg vielleicht nicht so sehr, aber den Alanfaner auch. Aber was dich verwundert ist, dass sie dich wohl auch sehr ablehnend betrachtet. Mustere sie sehr eindringlich. Hat sie irgendwelche sprechenden Tätowierungen oder Schmuckstücke? Viele. Verbringe ich wohl die nächste Zeit der Verhandlung damit, sie genau zu mustern. Ja, du kannst eine Heraldikprobe würfeln, um die Tätowierung abzuleiten. Oh, jetzt kommen die ganzen Wissensproben und ich habe meine Elferklugheit. Oh, das ist gut. Ja. Du erkennst viele, viele Tätowierungen, die Rachegelüste andeuten. Oh je. Rache für Janka. Okay. Oh je. Oh je. Okay. Warte, ist vorerst für mich. Styrbjörn derweil sieht nicht so aus, als ob ihn das irgendwie bekümmert oder als ob er etwas vermutet. Immerhin ist das, naja, die ganze Otajasko heißt immerhin Rache für Janka. So könnt ihr den Met und das Schwarzgebrannte austrinken und euch dann aus der Festung verabschieden. Zahlreiche weitere Torwaler, die euch zunicken. Man ist wohl guten Mutes. Das Gespräch hat lange genug gedauert und es gibt kein Blut oder keine Schreie aus dem oberen Stock, sodass man wohl zu einem Friedensschluss gekommen ist oder weitere Verbündete angeworben hat. Die Trollzacker sind ebenso guter Laune, dass sie jetzt eventuell mit großen Kriegern in die Schlacht ziehen dürfen. 20 Minuten später steht ihr wieder draußen im Nebel und der alles umwabernde Fischgeruch hüllt euch wieder ein. Wir haben ein Problem. Warum? Das riecht doch sehr gut. Ja, ich stirbe ja in Lifestone, ist ein vernünftiger Vertreter seiner Rasse, würde ich denken. Nur seine Gesellschaft besorgt mich ein wenig. Ihr habt die Frau gesehen? Wie hat er sich vorgestellt? Freya? Seine Gemahlin, oder? Nun, ich will keine... Ich würde diese Anschuldigung nicht in ihr Gesicht vorbringen, aber ich vermute, dass sie in ihrem Bestreben, ihre Art Verwandten zu rächen, ein wenig abgeglitten ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nein, tue ich nicht. Was meint ihr? Wir suchen in die Gesichter der anderen. Ich nicke verstehend. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Also, die Rache. Das ist ja das leitende Motiv eines der finstersten Gegenspieler, die wir bisher kennengelernt haben. Und das Dürsten nach Rache kann auch die stärkste Seele umwabern und sie in einen Abgrund ziehen, der sich die Niederhöllen nennt. Ja? Habe ich das richtig ausgedrückt? Sehr adäquat. Ihr meint, sie ist ein Pakt eingegangen? Ich weiß nicht, ob sie direkt ihre Seele verkauft hat, aber in einem oder anderen Handel wird sie wohl eingegangen sein. Zumindest diesen Tätowierungen nach. Es ähnelt einigen Symbolen, die man für gewöhnliche Opfergaben hinanritzt. Frag nicht, warum ich sowas weiß. Ich wollte gerade fragen. Ja, aber ist doch egal. Die sollen uns doch nur helfen. Nun, das ist das Problem. Die Gunst des Schwarzen Rächers ist unzuverlässig. Es könnte genauso gut sein, dass sie es zwischendrin als für richtig erachten, dass es besser ist, uns als Köder zu verwenden. Ihr könnt wohl mit ihnen arbeiten, Suleymin, wenn ihr unbedingt wollt, aber wir können ihnen nicht trauen. Wir können niemandem hier trauen.
Ihnen noch viel weniger. Aber mir. Ja? Ihr kennt euch mit Röhrwalern aus. Sind sie leicht zu verzaubern? Sehr leicht. Sie sind einfache, naive Geschöpfe. So wie Hallo? Kinder. Sie sind leicht zu täuschen und fallen auf die Finsteren herein. Der Herr der Rache steht auch für den Verrat. Ja. Und verlasst euch nicht darauf. Der Gubernator von Kolakai hasst Magie fast so sehr wie mein Herr Preyos. Da sind sich die beiden einig. Nachdem ich die Interaktion mit dem Ehepaar gesehen habe, hat sie viel Einfluss über ihn? Liebt er sie sehr? Ja. Das ist eine Liebe. Gut. Ja, ich fürchte, dass er wohl auf jeden Fall auf ihrer Seite stehen wird. Nun, dann muss sie verschwinden. Das lässt sich arrangieren. Unauffällig. Ich denke, unauffällig lässt sich die Ehegattin des Hetenmannes in der Turmwalhauter Jaskuk nicht aus dem Weg räumen. Nein, sie wird immer von irgendwen umgeben sein. Aber ist unser Plan nicht eh mit denen und unseren Kriegern diesen Kult anzugreifen? Und wenn sie dabei ganz zufällig ihr Ende findet? Ja, wir können ja erstmal schauen, ob die einfach so ihr Ende findet. Und das auch, ja. Und wenn der Herr der Rache beschließt, dass er ihre Seele gerne gleich hätte, dann könnte das durchaus geschehen. Aber die Erzdämonen planen selten zu unserem Vorteil. Ich schlage vor, dass wir erst einmal unsere weiteren Tagespläne abhandeln und uns dann Gedanken machen. Aber dies wirft uns einen gewissen Stock zwischen die Speicher. Nicht, ja, wenn sie einfach zu verzaubern ist. Also gehen wir jetzt zu diesen Rashtula-Anbetern. Wir gehen zuerst zum Raja-Tempel. Oh, wahrhaftig? Was haben wir vor? Wir sehen, ob wir dort ein klein wenig Ordnung schaffen können. Ich werde mich besser fühlen, wenn ich danach diese Aufgabe angehe. Und dann edles Handwerk. Gehen wir so an. Wie viele Stunden haben wir denn? Allein spät irgendwie in den uns umwallenden Nebel in Richtung Himmel, wo, ich glaube, die Sonne kann man gar nicht sehen, oder? Man sieht nur so einen leichten Schein, der sich überall hin diffundiert. Genau das. Ich kram meine Uhr raus. Ja. Ach, die Uhr, natürlich. Warum habe ich da nicht dran gedacht? Stehen geblieben. Verdammt, ich habe sie ja heute Morgen aufgezogen. Was meint ihr mit, wie viel Zeit haben wir, Boltax? Nun, wenn wir den Tempel in Ordnung bringen wollen, wird das seine Zeit brauchen. Also ich würde sagen 5 bis 8 Wochen. Ich würde einen Anfang machen. Vielleicht mit der Statue.